Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute geht es um das Thema Tagebuchschreiben, weil ich glaube, dass das eine schöne neue Angewohnheit ist für das neue Jahr. Ich glaube, viele von uns haben als Mädchen, als Jugendliche auch Tagebuch geschrieben. Ich habe da ein ganz paar Bücher gefüllt mit meinen aktuellen Jungsgeschichten und was man da halt so aufgeschrieben hat. Aber schon damals hat mir das geholfen, das aus meinem Kopf zu schreiben, zu reflektieren und das loszulassen. Und seit ein paar Monaten mache ich das jetzt auch wieder als erwachsene Frau. Und ich möchte in diesem Video mit euch teilen, wann ich das mache. Ist ja als Mama immer sehr interessant, warum ich das mache und was ich da so aufschreibe. Also, wann schreibe ich in mein Tagebuch? Wer die Weekly Vlogs zu meiner Yoga Challenge verfolgt hat, der hat mitbekommen, dass ich mir innerhalb dieses einen Monats da im Oktober eine Mittagsroutine geschaffen habe, inspiriert vom Buch Miracle Morning. Das, was die da morgens machen, das packe ich morgens nicht und mache das halt mittags. Und was mache ich da? Ich meditiere. Ich visualisiere ein aktuelles Ziel, was ich habe. Ich habe Affirmationen, mit denen ich arbeite. Ich lese in einem inspirierenden Buch. Ich mache Yoga und ich schreibe Tagebuch. Das heißt, das mache ich in meiner einstündigen Mittagspause unter anderem. Also das reicht wirklich, wenn ihr euch dafür 5 Minuten Zeit nehmt am Tag. Es gibt auch so ein tolles 5-Minute-Journal. Das kann ich euch, also das 5-Minuten-Tagebuch kann ich euch gerne in der Infobox verlinken. Das ist auch so ein bisschen angeleitet, ne, wo ihr euch da an Dankbarkeit und Achtsamkeit übt, also vorgedruckt zum Ausfüllen quasi. Kann ich auch sehr zum Einstieg empfehlen. Warum habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben? Ich finde es super gut zur Reflexion. Also wenn man das aufschreibt, um nochmal verschiedene Situationen zu reflektieren. Aber um auch aufzuschreiben und dann später nochmal lesen zu können, was hat man denn alles erreicht oder an welchem Punkt war man denn und wo ist man denn jetzt. Oder um einfach Inspirationen festzuhalten oder sich Sachen aus dem Kopf zu schreiben. Wenn man halt ständig über gewisse Dinge nachdenkt, die einfach aufzuschreiben und damit loszulassen. Oder auch wenn ich eine Lösung suche, dann schreibe ich darüber und im Schreiben kommt auch ganz oft eine Lösung. Mein Tagebuch sieht so aus. Kennt ihr vielleicht schon, ist nämlich ein Mantra-Book, habe ich euch im Oktober vorgestellt. Und ich habe das gewählt mit dem Spruch Trust the timing of your life, weil das gerade so ein bisschen mein Thema ist, dass ich halt darauf vertrauen muss, dass alles zur rechten Zeit passiert. Und das finde ich halt an den Mantra-Books so schön, dass ihr euch da halt wirklich auf eure Situation gerade passend einen tollen Spruch aussuchen könnt. Und das finde ich dann auch irgendwie ein bisschen inspirierender, motivierender und es passt einfach besser, wenn ich in sowas reinschreiben kann. Verlinke ich euch auf jeden Fall unten noch meine Infobox, wo ihr die Mantra-Books bestellen könnt, weil die liebe ich sehr. Gibt natürlich auch ganz, ganz tolle Notizbücher bei zum Beispiel TK Maxx, da kaufe ich auch super gerne. Und ich würde halt was empfehlen, was nicht allzu groß ist, damit man es auch mal mit wohin nehmen kann, wenn man denn gerne möchte. Und was schreibe ich denn jetzt in mein Tagebuch? Dankbarkeit. Damit schließe ich eigentlich immer ab, dass ich mir nochmal so 3 Dinge aufschreibe, für die ich an diesem Tag dankbar bin. Ich schreibe mir da, wie gesagt, Inspirationen auf. Wenn ich irgendwelche Zitate lese, die ich super finde oder Sachen, wo ich sage, okay, das will ich mal ausprobieren, schreibe ich mir auf. Ich schreibe mir auf, was ich gelernt habe, was ich erreicht habe. Ich schreibe Dinge auf zu meiner persönlichen Entwicklung. Ich schreibe auf, was mich gerade aktuell beschäftigt, zum Beispiel auch. Ich schreibe aber auch über Wünsche, Ziele, über Träume, aber das könnt ihr ganz individuell auf euch anpassen. Ich schreibe auch nicht jeden Tag dasselbe. Also ich schreibe nicht jeden Tag Inspirationen auf, was ich gelernt habe, was ich über meine persönliche Entwicklung und Träume, Wünsche, Ziele, das mache ich nicht jeden Tag. Jeden Tag mache ich nur die Dankbarkeit, ist mir wichtig. Und ansonsten, was mich gerade aktuell beschäftigt. Wenn ich etwas gerade erreicht habe oder gelernt habe, schreibe ich darüber. Ich schreibe auch gerne, wie gesagt, über Probleme, die man vielleicht auch gerade hat. Schreibe ich alles da rein. Ich habe da keine Grenzen, keine Normen, was da sein muss oder was da sein soll, sondern da bin ich wirklich ganz, 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 ganz frei. Und ich möchte euch das so als Inspiration mitgeben, darüber nachzudenken, dass vielleicht anzufangen. Wie gesagt, das ist innerhalb von 5 Minuten täglich erledigt und ihr müsst es nicht täglich tun. Aber ich kann es nur empfehlen, aus verschiedenen Gründen. Wie gesagt, ich finde es super zum Reflektieren, zum Lösungen finden. Dankbarkeit ist immer eine gute Sache, das wisst ihr schon. Und einfach dann später halt auch nochmal nachzugucken zu können, wie habe ich mich entwickelt, was ist eigentlich im letzten Jahr passiert, wenn man da vielleicht auch so eine Routine draus macht, Silvester oder Neujahr nochmal ins Tagebuch vom letzten Jahr oder vom aktuellen Jahr zu schauen. Genau,
Also das ist so mein heutiger Tipp an euch. Denkt mal drüber nach, ob ihr vielleicht anfangen wollt, Tagebuch zu schreiben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Tagebuch schreibt, ob ihr journalt, man nennt es ja auch neuerdings Journaling, ob ihr Tagebuch schreibt, ob ihr es vielleicht anfangen wollt, ob es nichts für euch ist, ob ihr früher Tagebuch geschrieben habt. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zum Thema Tagebuch schreiben und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann!